Hallo, ich bin die Eva Punkratz. Ich habe 2018 hier im Gesundheitszentrum Federsee begonnen zu arbeiten. Zuerst ein Jahr mit einem Bundesfreiwilligendienst. Das hat mir sehr weitergeholfen, da ich das in der Verwaltung absolvieren konnte. Und ich habe mich dann auch entschieden, die Ausbildung zu beginnen. Ein Jahr später, im September 2019, habe ich dann die Ausbildung begonnen. Ich finde es immer noch faszinierend, wie vielseitig meine Ausbildung ist. Also man durchläuft insgesamt 11 Abteilungen in seiner Ausbildung. Ich war jetzt schon in der Bettendispo. Dort werden die Betten den verschiedenen Patienten zugeteilt. Dann war ich lange an der Rezeption im Service Center. Ich finde es toll, dass man nicht nur Kontakt zu den Patienten hat, sondern auch Hotelgäste empfängt. Dann war ich in der Finanzbuchhaltung. Die Stationsassistenz durfte ich auch kennenlernen. Und man bekommt einen guten Einblick in die pflegerischen Tätigkeiten bzw. in die verwalterischen pflegerischen Tätigkeiten. Dann war ich noch in dem ärztlichen Schreibdienst. Dort werden die Entlassbriefe für die Patienten gemacht. In der Geschäftsführung war ich auch schon. Das war sehr interessant, weil ich an verschiedenen Sitzungen teilnehmen durfte und eben auch ein kleines Projekt bekommen habe, in dem ich die Patientenzufriedenheit am Aufnahmetag interviewen durfte, verschiedene Patienten. Genau, dann jetzt bin ich in der Therapieplanung. Und dort werden die Therapiepläne für die Patienten verplant. Diese Vielseitigkeit ist eben nicht in allen Gesundheitsbetrieben gegeben. Das habe ich dann auch in der Schule mitbekommen, weil viele Mitschüler nicht so viele Abteilungen sehen können in der Ausbildung. Wie zum Beispiel im Pflegebereich, wo es einfach auch nicht so viele Abteilungen gibt. Und wenn man nach der Ausbildung seine Karriere noch erweitern möchte, kann man auch einen Fachwirt absolvieren, dann einfach in einem Fachbereich, den man sehr interessant findet, wie zum Beispiel Marketing oder Controlling. Das Gesundheitszentrum als Arbeitgeber hat mich sehr überzeugt, da man in jeder Abteilung sehr offen aufgenommen wird und man sehr viel beigebracht bekommt. Ich finde es toll, dass man in der Mittagspause direkt in der Natur ist. Also gerade im Kurpark esse ich gern oder läuft auf den in den Wackelwald oder auf den Federseesteg. Ich profitiere sehr davon, dass man die Therme und das Fitnessstudio umsonst nutzen kann. Es werden auch immer wieder Fitnesskurse angeboten, die man als Mitarbeiter nutzen darf. Genau, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Tschüss! Hallo, ich bin Sarah Huber und arbeite seit 2017 hier im GZF und bin jetzt in der Patientenaufnahme. Ich habe 2017 meine Ausbildung hier gemacht, habe die Ausbildung nur 2 Jahre gemacht, das war eine verkürzte Ausbildung. Das ist möglich, wenn man zum Beispiel Abitur hat oder schon andere Ausbildung vorher genossen hat. Hab dann alle Abteilungen hier durchlaufen. Das war immer sehr, sehr schön und alle Kolleginnen waren immer sehr, sehr freundlich und hilfsbereit. Die Schule war dann in Aulendorf, da war ich dann immer 1,5 Tage in der Woche. Ja, das war alles sehr gut machbar. Und jetzt bin ich Gott sei Dank übernommen worden. Vor 2 Jahren bin dadurch, dass eine Kollegin eben gegangen ist, konnte ich hier die Stelle besetzen in der Patientenaufnahme. Ja, und meine Aufgabe sind hier einfach, das Haus voll zu machen mit Patienten, die operiert worden sind oder die einfach eine Heilbehandlung brauchen. Ja, und meine Aufgabe hier sind vor allem auch Kontakt zu den Patienten am Telefon. Die Patienten rufen immer regelmäßig bei uns an, falls sie irgendwelche Fragen haben oder wenn sie ihren Termin zur Reha wissen möchten. Und dadurch haben wir halt sehr viel Kontakt am Telefon. Warum ich überhaupt ins GZF gekommen bin, das liegt einfach auch daran, weil es
einfach auch flexible Arbeitszeit hier gibt. Man muss nicht immer Punkt 7:30 da sein. Man kann auch einfach mal ein bisschen später kommen, wenn man zum Beispiel einen Termin morgens hat. Es ist halt hier relativ zentral zur Stadt und auch zum Kurpark. Also man kann Mittagspause draußen verbringen. Gerade im Sommer ist es echt schön, wenn man in den Kurpark sitzen kann oder an Federsee laufen kann. Ja, und am Dienstag zum Beispiel ist hier immer Markt, da kann man dann einfach auch ganz flott zum Markt gehen und sich da was holen zum Essen. Ja, und was natürlich hier perfekt ist, ist auch die Nutzung vom Thermalbad und vom Fitness. Das kann man hier als Mitarbeiter frei nutzen und das machen auch ganz viele immer. Hallo, mein Name ist Julia Engel, ich arbeite hier im Gesundheitszentrum seit 2017. Bin jetzt angestellt in der Schlossklinik, in der Patientendispo-Bettenvergabe. Mir macht der Job riesen Spaß, sehr abwechslungsreich, was ich selber nie gedacht hätte. Man denkt ja immer, Kauffrau im Gesundheitswesen ist so ein bisschen Büroarbeit, Papierkram, was eigentlich nicht so ist. Man hat auch Patientenkontakt. Was ich persönlich mitgeben möchte, ist, man hat hier auch Patientenkontakt. Es ist manchmal sehr traurig, wenn man hier die kranke Menschen sieht. Andererseits ist es auch wunderschön, wenn man sie nach 3-4 Wochen wieder entlassen kann und man sieht, die Patienten sind wieder gesund, können wieder laufen, sprechen. Was ich damit sagen will, ist eigentlich einfach nur, dass ihr das euch vielleicht emotional nicht ganz an euch ranlassen solltet. Was aber trotzdem ein wunderschöner Beruf ist. Und ja, das war's.